Hallo und willkommen zurück in der Welt von Anno 1800 mit Casuality. Ja, wie schon angekündigt, habe ich jetzt einmal die Zeit quasi für euch herausgenommen, in der der Gerichtshof in seiner ersten Phase errichtet ist. Also ich kann die Phase jetzt unmittelbar abschließen. Ich habe in der Zeit jetzt nicht viel gemacht, außer dass ich meine Dosenfutterproduktion erhöht habe und auch die Pelzmäntel. Pelzmäntel eine zweite Produktion hier und bei dem Dosenfutter eine zweite Konservenfabrik, eine dritte Großküche. Und insgesamt, so hoffe ich, wird das Ganze. Das lassen wir jetzt mal weg, den Verkauf. Dafür sorgen, dass hier also Pelzmäntel jetzt ein bisschen auf Lager kommen. Man weiß ja nie, was für Anforderungen jetzt gleich noch warten. Auch das Dosenfutter geht jetzt hoch. Was ich allerdings auch gesehen habe, Würste werden weniger. Und das können wir natürlich gar nicht zulassen. Deswegen, ich sage mal hier jetzt noch schnell eine Kette dafür. Und dann kann es weitergehen. Mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. A competitor's island withstood an attack. Ja, vielleicht nicht ganz, aber so halbwegs. Ja, auch so halbwegs trifft es nicht ganz. Kommt halt nur, wenn man Gebäude verwechselt, so. Jo. Also das wird gehen. Materials. Gut. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze ausreicht. Und wir schließen jetzt die erste Phase ab und schauen mal, was die nächste sein wird. I think we have built up enough trust with Isabel to rely on her as a witness. Okay. Of course, I will be a witness after all you've done for us. I am sorry you had to go to all this just to have justice. Ja, mir tut es auch leid. Was haben wir hier für ein Problem? Ja, es wird immer noch nicht genug produziert. Das ist uns jetzt mal egal. Also, die Anforderungen sind jetzt nicht so furchtbar hoch. Wir brauchen nur natürlich mal wieder mehr Arbeiter. We want to forge something new. Break away from the old. Okay, das machen wir jetzt gleich. Gehen wir da mal vorbei. Zuerst gucke ich mal, was ich hier in Sachen Aufstieg machen kann. Game save. Die lassen wir jetzt erstmal einziehen und gucken uns jetzt das mal in der neuen Welt an. We cannot thank you enough for preventing this war.
Let me help you. I know I can make a difference. Okay, sie ist bereit, Zeuge zu sein. Das ist schon mal gut. So, ja, auf Prosperity gibt es natürlich Öl ohne Ende. Es gibt auch hier aufgrund unserer Einflussboni quasi auch ohne Einwohner bereits quasi Arbeitskräfte. Aber im Prinzip können wir mit der Insel aktuell eigentlich nichts anfangen. Können Sie jetzt nochmal vergewissern, dass hier noch alles halbwegs funktioniert. Bananen, ja, Rum, Ponchos, Tortillas, Hüte, jawohl. Und hier natürlich genauso. Bananen, Rum, Ponchos. Mehr brauche ich nicht. Alles klar. Gut. Zwei weitere Bauernhäuser können aufsteigen und damit haben wir die 700 jetzt jeden Moment erreicht. Da sind sie schon. Und wir beginnen mit der nächsten Phase. Dazu schleppen die Herrschaften dann dementsprechend halt erstmal Zeug an. Das dauert schon einen Moment, aber auch wenn noch nicht alles Material da ist, beginnt die ganze Geschichte. Hier könnten wir tatsächlich den ganzen Bau noch forcieren. Ich gehe mal davon aus, dass es nach dieser Phase noch eine weitere geben wird, wenn ich mir die Zeichnung hier so ansehe. Aber ich hoffe eigentlich, dass das Ganze so gut funktioniert. Dass wir da eigentlich keine Sorgen haben brauchen. Das war gerade knapp. Würste. Würste sind immer noch knapp. Etwas ärgerlich. Aber das, da kriegen wir gerade mit den vorhandenen Arbeitskräften noch eine Produktionskette hin. Ohne dass wir hier. I feel it reflects the times. Ach, guck an, was schon. Was hat er denn diesmal auszusetzen? In La Isla mangelt es an Bier. Das ist zwar richtig, aber das will ich gerade überhaupt nicht hören. Are you sure? So. Of course you're sure. Censorship is not always. So. Ein Grund ist, ich hatte natürlich recht. Oh, der hat sich wohl wieder in irgendein Kontor verirrt. Life's not always an easy chair, you know. I'm not as scary as you thought, eh? Na, gucken wir mal. My family is honored. Also die er Baumwolle bringt. Die kann eigentlich mal ein bisschen Bier mitnehmen und hier ausladen. Und das hier, das ist ja ein Clipper, der lädt dann wiederum da das Bier
rein und da raus. Und dann sollte das hoffentlich funktionieren. Irgendwann demnächst. Die Insel hier habe ich übrigens auch noch ein bisschen aufgemotzt. Die macht jetzt auch mehr Geld, indem ich hier eine Seifenproduktion hingesetzt habe. Hier noch eine weitere Schnapsdistille. Und dann auch die Anzahl der Arbeiter erhöht, sodass der Bierkonsum gewünscht ist. Das heißt, hier ist eigentlich ringsum alles zufrieden, bis auf die noch nicht erforderliche Schule. Und das generiert jetzt halt einfach erstmal ein bisschen Einkommen. Und ich hätte genügend Arbeitskräfte, um zum Beispiel hier noch nachzulegen, sobald das gebraucht wird, was vermutlich auch nicht mehr ewig dauern wird. Ja, das ist auch somit alles gut. Da will Willi Hilfe. Das wollen wir nicht vergessen. Stations. So eine Quest ist schneller versaut, als man glaubt, indem man halt einfach nur abwartet. Gucken wir mal. Und das ist jetzt auch gleich soweit. Da kriegen wir aber eine Nachricht. Ship under attack. Aber warte, hat die gute Anne angegriffen. Naja. Keine große Gefahr, würde ich mal sagen. Das Linienschiff hinkt jetzt schon ordentlich hinterher. Macht aber nichts. Dem gebe ich jetzt mal die Aufgabe, alles einzusacken. Ship under attack. Also gegen diesen lästigen Mist müssen wir gleich mal was machen. Fleet awaiting orders. Man, bei den paar Trefferchen ist das ja kein großes Problem und die regenerieren ja dann. Sure, you'll be one to get your mitts dirty. Fleet ready. Ach, lass mal so rum, dann bleibt der Verband vielleicht etwas besser zusammen. Time the rigging. Und damit sollte ich die Quest eigentlich nicht mehr versauen können. Moving to coordinates. Game saved. Haben wir mal so ein Piratenschiff mal versucht. You ready? Fleet moving in convoy. Who's the father? Ja. Ich bin schon cool. Das Item sah jetzt auch nicht ganz schlecht aus. Ist auch
lila. Handelskammer ist gut für Schreinereien, mehr Produktivität, weniger Arbeitskräfte. Wow. Klingt jetzt nicht so schlecht. Aber wir wollten ja uns ein bisschen konzentrieren auf die eigentliche Quest und das bedeutet Phase abschließen. Is the Court of Justice finished yet? Not quite. I don't normally attend trials, so this one must be important. The Queen certainly speaks her mind. Ja, sie tut ihre Meinung kund, was bedeutet, dass sie ein bisschen bitchy ist, aber das ist wahrscheinlich das, was passiert, wenn man jemanden eine Krone aufsetzt. Gut, die Anforderungen sind jetzt überraschenderweise mal wieder bevölkerungsabhängig. Und schnell erfüllt. Dann beginnen wir auch diese Phase. Hier sieht das meist eigentlich ganz gut aus. Warum eigentlich ist das unmöglich? I'll give part to me urchins. A small part. Man kann jetzt ordentlich Geld in den Rachen stopfen, was aber nicht bedeutet, dass sie jetzt unglaublich viel besser drauf ist. Ich habe jetzt auch schon mal angefangen, hier mal bessere Straßen einzuziehen. Was durchaus auch Sinn macht, denn das erhöht den Einflussradius öffentlicher Gebäude erheblich. Und bevor die ganzen Steine sowieso nur blöd rumhängen im Kontor, kann man da ja auch mal was Vernünftiges machen. Ich gebe nur zu, ich war jetzt vielleicht etwas unsystematisch bei der Sache. Man kann da jetzt nicht mit Sicherheit mehr genau sagen, wo hier noch über Lücken sind. Man muss jetzt mal etwas genauer hingucken. Aber sind schon noch ein paar. Andererseits habe ich auch noch genügend Steinchen. Gut, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt vielleicht uns gleich wieder eine Zwischensequenz winkt. Ich gehe genauso davon aus, dass es danach möglicherweise nicht ganz überraschenderweise dann zu kriegerischen Handlungen kommt, weswegen ich ja hier die ganze Truppe auch zusammengezogen habe. Wäre vielleicht eine Idee, auch nochmal einen zweiten Reparaturkran zu bauen. Wenn ich jetzt noch dran erinnern könnte, wo der war. Hier. Kann man ja auch gut geschützt bauen. Geschützstellungen waren durchaus auch interessant. Man braucht für die übrigens Einfluss, ja. Nee, vielleicht nicht ganz zu unterschätzen. Hier sind wir überarbeitet. Puh, jetzt gehen wir auf die
Achso, das nimmt stark ab, weil ich ja handle. Segel haben wir eigentlich auch mehr als genug. We can't shut the storeroom door. We're on tenterhooks. Ja, mach mal. Wurst kommt wieder rein, das ist gut. Brot ist immer noch stabil. Bier auch, Seife auch. Ich habe übrigens neulich mal einen ganz interessanten Tipp gehört. Und zwar der gute Kollege hier von der Gefängnisinsel. Ja, ja. Der kauft unbegrenzt Seife an. Und da kann man mit einem relativ geringen Aufwand eigentlich ganz gut Geld verdienen. Wir könnten ja jetzt zum Beispiel einfach mal 50 Tonnen hier reinladen und ihn vertickern. Man könnte theoretisch damit richtig Geld machen, wenn man zum Beispiel selbst nur eine kleine Insel in seiner Nähe besiedelt, nur mit Seifenproduktion voll batscht und ihm dann regelmäßig verkauft. Das funktioniert vor allen Dingen dann sehr gut, wenn man die nächste Stufe Ingenieure hat und dann den Pendlerhafen errichten kann. So, die Universität ist nur noch quasi zwei Häuseraufstiege entfernt. Hätte dann allerdings auch ein bisschen das Problem, dass ich nirgendwo Platz gelassen habe für das Monster. Und deswegen sparen wir uns das jetzt mal. Das Ganze dauert nicht mehr lang. Archibald verkauft leider aktuell nur Clipper. Aber eigentlich haben wir im Moment genügend Plus, dass wir jetzt zumindest auch noch mal etwas aufrüsten können. Und Linienschiffchen kann ja auch nicht schaden. Ansonsten sieht es wie gesagt mit der Versorgung nach wie vor gut aus. Ich könnte noch mal gucken, ob hier jetzt mittlerweile mal Bier angekommen ist. Finally, a place we're striving for. Jawohl. Auch hier könnte man zum Beispiel mal Steinstraßen einziehen, denn die vermissen teilweise schon Zugang. Und wir wissen ja, wie schnell die hier einem Revolution praktizieren sind. Muss ja alles nicht sein. Und auch hier sind die Warenlager voll. Das heißt, ein bisschen was springen lassen für bessere Straßen tut uns 0, gar nicht weh. A competitor's island is under siege. Und schon ist der Zugang wieder bei 100%. Das heißt, die müssten eigentlich alle glücklich sein mit die Schnitzel. Und geben wir hier mal ein bisschen mehr Gas. Ship under attack. Ja gut, den versenke ich jetzt mal. Every man will be avenged. Ich meine, kann jetzt nicht behaupten, dass sie da nicht irgendwie selbst schuld ist. Schließen wir den Handel mal ab.
Not everything of yours is out in the open. 10.000, mal eben extra. I shall keep the receipt. Und wie gesagt, das kann man halt theoretisch mit einer entsprechenden, auf Seifen gerichteten Produktion eine ganze Weile durchhalten. Ich hatte mir auch hier überlegt, mal hier ein wenig zu reduzieren. Jetzt kommt er schon wieder, der Vollspinner. Not the first gamble that didn't pay. Tja. Das müsste. Gut, der Gerichtshof. Phase 3. Dann schauen wir doch mal, was jetzt passiert. The Court of Justice. Magnificent. I hardly dare interrupt the miraculous transformation of your island, but Her Majesty is rather keen to get on with things. Ja, mach. Leg los. Did Archie tell you I planned to visit? I hope there's a convenient mooring for my flagship. I don't like long walks. Her Majesty has been ever so much looking forward to seeing her new Court of Justice. I hope you'll be ready. Also, ja. Treat me as you would any other guest. Where are all the witnesses? Your Majesty, Isabel Sarmento, at your service. I hope, as witness, I can prove the Praetorians were behind this deal, not us. This is tremendous exposure. Ja, ja, gucken wir mal. Under attack. A modern queen must show she is able to dispense mercy. At least you're a bit rough around the fringes. Jetzt würde ich so langsam gerne mal hier das Zeug einsammeln. A competitor's island withstood an attack. Vielleicht hat er ja was Anständiges fallen lassen. Das können wir einfach mal machen, während es hier vorangeht. Ready the ropes. And where's the defendant? Gather your things, Edvard, for your trial. No, child. It's too late. Judgment has already come. Na, da übt wohl jemand gerade Selbstjustiz dahin. Look! Devils from below breathing fire and flame! Edvard Good, are you ready to be reunited with your brother? I am. Of course you are. The heat will peel your sins from your flesh like cloth. Acolytes, purge the place. Yes, Grandmaster. Gladly. Klingt irgendwie wie eine Frau. Maske hin oder her. If only Father were here, he'd have known what to do. No, please don't be afraid. It's time to let go. My ship has sailed. No! Samuel will forgive you on the other side, Edvard. Pathetic. But then surely Samuel awaits you too.
The whole good family can be reunited in the everlasting. We squeezed the life from your father's lungs, peeled your uncle's skin. You must be curious as to what we plan for you. We are not afraid of cowards hiding behind masks. A new world. Die schöne Insel. Is at stake. The Empire already shaking to its foundations, and the good family helpless to prevent it. We first eradicate the offspring, and then eradicate the queen. What is that tinseled marionette talking about, Archie? We are safe here, aren't we? As safe as the situation allows, Highness. The fleet is formidable. I count many ships. No, you are awfully right, old chum. I beseech you, we must protect Her Majesty at any cost. The Perforians have seized Bright Sands. They enchain it to their foul cause. Das ist jetzt. And sons, favorites of the Royal Council. How I've enjoyed watching your family's slow and ignoble demise. Under no circumstances must the Queen's safety be compromised. A scattering of blossom. It is time, old pal. Our nemesis approaches. Gut. Ship under attack. Look at you swagger. Ich würde mal sagen, die haben sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr vorgenommen, als sie vertragen können. We must avenge Edvard. Father, the only way we can. It's as kind as we could make it. Ja. Da bin ich aber direkt froh. Wir sammeln ja einfach mal Treibgut ein, verlagern die angeschlagenen Schiffe. The head of Empire must come off. Oh dear, lost your flagship. Well, I'll see what I can rustle up. Das war wohl noch unterwegs. Keep your flagship intact. Resources are scarce. Stations! In future, keep your flagship intact. Resources are scarce. Frigate first class. A ship was destroyed. Ship under attack. Gut, die sind eigentlich außerhalb. Das sieht gut aus. Und auch wenn das jetzt hier eigentlich natürlich ein sehr spannender Moment ist, würde ich sagen, das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um mit dieser Folge zu enden und in der nächsten Folge die blöden Säcke mal alle schön zu versenken. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu und seid dann auch das nächste Mal wieder dabei, wenn ich euch in der Welt von Anno 1800 wieder begrüße. Bis dahin, macht's gut und bis morgen, euer Casuality.